Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Wundert euch nicht, ich habe noch nasse Haare. Ich war Haare waschen. Amaya ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Aber in diesem Part passieren noch sehr schöne Dinge. Denn unsere süße kleine Mausi hat morgen Geburtstag. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Säuglingsphase dann endlich hinter uns haben. Weil Celeste Girl, das ist hier schon alles sehr anstrengend. Wir werden auf jeden Fall freier sein, wenn Celeste eben zum Kleinkind wird, weil sie auch dann tatsächlich mal irgendwohin mitgenommen werden kann. Dann können wir wieder ein bisschen mehr reisen. Die Sache ist halt, wir wollten sie ja so ein bisschen geheim halten, aber ich meine, würde man direkt darauf schließen, dass sie die Tochter ist? Oder würde man einfach sagen so, keine Ahnung, vielleicht babysittet sie die? Weil sie muss sich ja nicht permanent um sie kümmern. Das klingt jetzt richtig fies, aber wenn sie jetzt quasi Luna besuchen gehen würde und sie würde Celeste mitnehmen. Würde man da jetzt unbedingt was denken? Nur weil sie mit einem Kind spazieren geht? Ich glaube nicht. Also wenn dieses Kind hier kein Top-Notch-Infant ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ich habe alles gegeben. Amaya ist zurück und sie fühlt sich absolut schlecht. Sie braucht eine Pause. Ich würde auch sagen, dass sie sich dann einfach morgen mal einen Urlaubstag nimmt, weil ihre Tochter hat Geburtstag. Das ist ein valider Grund, finde ich. Außerdem hat sie dann immer noch 5 Urlaubstage. Also da kann sie sich schon mal einnehmen. Ich glaube, sie hatte bisher noch gar keinen Urlaub. Also besser ist's. So, du kannst weggehen. Diese Badewanne macht mich wirklich fertig. Aber das Coole ist, wir können dann auch Celestes Zimmer ein bisschen updaten. Ich freue mich. Wir haben ja auch ein bisschen Cash in the Bank. Hallo? What is happening? Okay, es lag anscheinend irgendwie an Celeste. Celeste muss jetzt auch gleich ins Haia-Bett gebracht werden. Wir haben kein Video mehr. Ich würde einfach mal eine Aufnahme starten und vielleicht kann sie dann einfach mal ein bisschen dansen. Wie wäre es mit Retro-Musik? Oder kann sie nicht dansen? Nee, sie fühlt sich so schlecht dafür. Vielleicht hört sie einfach klassische Musik, auch wenn sie die hasst. Ah, jetzt fühlt sie sich besser. Wenn wir jetzt nochmal Retro-Musik anmachen, kann sie dann dansen? Ja. Sie hat emotionale Kontrolle erreicht. Süß. Ich meine, wir haben noch 41 Tage als Teenager. Kann sich alles hier nochmal ändern. Aber ist auf jeden Fall positiv, wenn sie ihre Emotionen ein bisschen unter Kontrolle halten kann. Ja, ja, die Batterie ist gleich leer, ist doch egal. Tanzenvideo, ja! Meine Casual Tanzmoves. Hashtag Dancing. Hashtag Tanzen. Hashtag Club. Ah, schön. Einfach schön. Die kann hier hin. Girl. Pipi. Haia. Na, wer ist denn da schon wach? Sie denkt über Pinguine nach. Sehr schön. So, good morning in the morning. Deine Tochter möchte gern was essen. Wollen wir eine kleine Party veranstalten? Ich fände es irgendwie süß. Dann laden wir Jeremy ein und Sophia und Luna. Maya auch. Also weiß ich jetzt nicht, ob sie sich selber einladen muss, aber ja, also das war es auch irgendwie schon, ne? Ich meine, ihre Eltern würde sie jetzt vermutlich noch nicht einladen, weil die Frage ist ja, wissen sie offiziell schon von dem Kind oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls wollen wir sie aber noch nicht hier haben. Das alles brauchen wir nicht, das machen wir selber. Und wir bleiben aber zu Hause. Wir machen das direkt um 15 Uhr, wenn bei den anderen die Schule aus ist. Die kommen dann direkt rum. Toll! Setz dein Kind ab. Und dann kann sie ja schon mal einen Kuchen machen. Nicht Schokotorte. Ja, ja, ich feiere den Geburtstag nachher. Wir haben noch einen Moment Zeit. Weiß ich jetzt nicht, ob es so schlau ist, einen Horrorfilm zu gucken in dem Alter. Aber naja. Wow, Girl. Sie ist echt trainiert. Da hat sich jemand eingekackiert. Level 3 der Kochenfee. Oh, Amaya. Warum? Naja. Wieso hast du denn schon wieder Hunger? Sag mal, geht's eigentlich noch? 800 Tantiemen, ne? Es ist so heftig. Ist das ekelig. Naja, sie hat ihr Bestes gegeben. Ich meine, sie ist so, so süß, ne? Also ich werde es auch ein bisschen vermissen wahrscheinlich, aber es ist halt auch cool, mehr dann machen zu können. Ich weiß gar nicht, wie lange dann die Kleinkindstufe sein wird. Wahrscheinlich auch eine Weile. Aber es ist okay. Wir kriegen das hin. Seht einfach beide Stereoanlagen an. Entschuldigung. So, wieso spielst du nicht mal ein bisschen mit deiner Tochter? Nein, lass mich in Ruhe. Vom der Kindersitter
Also, ich finde es auch einfach schrecklich, dass ich seinen Namen nicht aussprechen kann. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich weiß, dass da Zeichen sind, aber ich kann sie nicht lesen. Guck mal, ein bisschen Zeit zusammen verbringen ist doch süß. Ich habe das mal eins rübergeschoben, weil das irgendwie weird aussah, fand ich. Jetzt ist alles gut. Weil das hier so nah dran war halt. Ja, ja, das beginnt gleich. Kleine Maus macht noch einen Nap vorher. Sehr gut. Warum lässt du nicht locker, Bro? Los geht's. Eine Stunde Musikinstrumente spielen, ne? Das kriege ich hin. Nein, nicht auf die Matte. Mach hier. Nein, jetzt könntest du dein Kind bitte in den Raum setzen. Girl, für einen Kindergeburtstag ist das vielleicht ein bisschen zu schick. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Oh, er hat so einen Kragen. Süß. Was, Sophia? Ah, da kommt sie. Das geht aber noch. Aber sie ist ein bisschen overdressed, glaube ich. Kannst du dein Kind bitte da jetzt rausnehmen? Was soll denn das? Danke. Also dann Pipi machen. Was ist jetzt eure Mission? Oh! Oh! Luna! Oh! So, und dann soll sie ja ein Lied spielen. Dann soll sie mal ein bisschen jammen. Ratet, wer das Kind schon wieder hierhin tut. Mann, oh! Yay! Geburtstagszimmer ein Kompliment machen. Geht das bei Säuglingen überhaupt? Warum bist du am Schlafen? Wieso geht's dir komplett schlecht? Dein Vater kann dich auch mal füttern. Was habt ihr denn jetzt? Die haben Stress anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. So, aber Jeremy hilft jetzt beim Älterwerden. Warum seid ihr alle sauer? Oh, wie glücklich kann man denn sein? Süß. Süß. Yay. Es gab anscheinend noch mehr Bewegungen, aber wir haben nur Level 1. I don't know. Aber wir haben tatsächlich musterhafter Säugling. Yay. So, und wir randomisieren wie immer die Traits und es ist neugierig. Das finde ich sehr passend. Let's go. Wir speichern jetzt und dann gehen wir erstmal in den Create-Sim. 28 Tage! Oh mein Gott. Das ist eine lange Zeit. Sie ist so süß, aber sie guckt genauso böse wie ihr Vater. Schön. Und Stylix-Runde. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. Ich bin fertig. Und sie ist so süß, ne? Wie gesagt, sie guckt ein bisschen böse. Aber das liegt halt an ihrem Vater. Aber sie ist süß. Ich habe ihr ein paar mehr Outfits gegeben, weil 28 Tage ist lange. Also es ist ihr erstes Alltagsoutfit. Und sie hat dann noch dieses hier, was ich auch so süß finde. Weil wir haben jetzt ja gerade Herbst und so. Und ich habe das jetzt beibehalten, auch wieder mit dem, dass sie in verschiedenen Outfits dieselben Sachen auch mal trägt. Weil Amaya sich das ja einfach gar nicht leisten kann, jetzt so viel Kleidung auf einmal zu besorgen. Aber trotzdem kann man daraus ja verschiedene Outfits zusammenstellen. Das hat Amaya selber ja auch gemacht. Deswegen macht sie das für ihr Kind dann natürlich auch. Das hier ist
ihre Abendkleidung, die ich so, so süß finde. Dann ihre Nachtwäsche, hat sie einmal so was Längeres und einmal ein bisschen was Kürzeres. Beides sehr bequem, finde ich. Und kindgerecht auch. Dann ihre Ausgekleidung ist dieselbe wie die Abendkleidung, weil A, sehen wir die wahrscheinlich eh nie. Und B, wie gesagt, also das Outfit kann auch mal dasselbe sein. Dann ihre Schwimmkleidung, auch super, super süß. Dann ihr heißes Wetter-Outfit. Die Jacke, weil Amaya natürlich besorgt ist, dass sie doch friert. Dann das Kaltwetter-Outfit, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und dann hat sie hier auch nochmal sowas mit einem Röckchen. Alter, mit der Lot. Ich bin auf jeden Fall sehr ready für die kleine Mausi. Und mit der Frisur habe ich mich ja ein bisschen schwer getan. Aber ich finde, die Frisur ist so ein bisschen frech, aber trotzdem schick. Also irgendwie, das passt halt zu ihr, weil Amaya ist ja schon sehr modebewusst und so. Also sie würde jetzt ihr Kind nicht wie so ein Lumpi rumlaufen lassen. Aber trotzdem ist es halt so ein bisschen wild, weil, naja, Celeste ist halt auch ein bisschen eine wilde Hilde. Und die kackt sich jetzt auch erstmal ein. Das ist die erste Amtshandlung, wenn sie hier ein Kleinkind ist. Kann man ihr jetzt eigentlich Komplimente machen? Du bist mein Favorit! Ich liebe euch ja so, ne? Können wir darüber reden? Süß seid ihr, süß. Fürsorglich! Ja, bitte. Sie ist sehr sauer, weil sie müde ist. Oh. Aber die Party ist ja gleich vorbei, Girl. Aber wir haben sowieso schon Gold. Sehr, sehr gut. Dann kriegen wir nämlich mehr Geld. Weil diese... Man kriegt dann, glaube ich, immer eine Kommode. Und diese Kommode finde ich jetzt nicht so hübsch. Da können wir uns was Schöneres von leisten. Niemand rührt diesen Kuchen an. Ne? Es ist so lustig. Level 3 der Kommunikationsfähigkeit, Girl. Das ging schnell. Aber ich meine, sie hat ja auch immer viel Zeit auch mit dem Kindersitter und so verbracht. Es wundert mich jetzt nicht, dass sie sehr früh anfängt, wirklich zu sprechen. Aber ich finde halt auch richtig cool, dass man sowohl Amaya als auch Jeremy in den Genen sieht, ne? Also es ist so süß. Ich bin so müde. Nee, du kannst nicht draußen schlafen. Also wenn, dann schlaf hier drinnen, okay? Aber wir haben jetzt hier auch gleich das Ganze abgeschlossen. Einschalten, dieses Zimmer. Dann können wir kurz dein Zimmer umgestalten. Und dann kannst du auch Haya machen. So, das kann weg. Das kann weg. Das können wir behalten. Ich würde auf jeden Fall gerne Vorhänge haben jetzt. Weil ich meine, es ist halt hier vorne, ne? Man kann halt direkt reingucken. Das ist irgendwie für ein Kinderzimmer vielleicht nicht ganz optimal. Wieso ist da ein Fisch drauf? Also ja, das ist das von Hunde und Katzen, aber Entschuldigung, das ist doch süß. Nö, das gefällt mir, das passt irgendwie. Das Töpfchen kommt aber natürlich hier auch ins Bad. Ist ja ganz klar. Muss ja hier so sein wie bei Mami, ne? Ich finde das Bett immer sehr, sehr süß. Ich würde halt gerne dieses helle Holz nehmen, weil irgendwie die meisten Swatches sind nicht so... Dann wird es wohl darauf hinauslaufen. Dieses Item kam ja mit den Säuglingen, ne? Ich liebe das so sehr. Ich benutze das seitdem in jedem Kinderzimmer. Ein Puppenhaus? Eigentlich süß, ne? Ich würde dir auch gerne so eine Rutsche geben, aber drin ist jetzt nicht so viel Platz dafür und draußen haben wir Stein. Ich glaube, das ist nicht so das Optimalste. Das finde ich ja toll. Das ist zwar eigentlich so für so Strickkram und so, man kann ja auch so tun, dass das halt Aufbewahrung für das Kind ist, so, ne? Das ist dann die Aufbewahrung für die Kleidung. Es gibt eine Freezer-Bunny-Messlatte. Ich liebe mein Leben. Das passt ja auch farblich hier so schön rein. Süß. Die Sachen sind ja alle gar nicht so teuer. Ich meine, wenn wir noch Geld über haben, können wir ja vielleicht auch mal die Dusche und die Badewanne upgraden. Toll. Nein, ich finde das eigentlich wirklich ganz süß hier. Sie hat auf jeden Fall viel Spielzeug bekommen. Der Bär steht in der Wand. Aber ansonsten, ich glaube, sie kann jede Fähigkeit leveln, oder? Kommunikation, Fantasie, Denken, Bewegung, Töpfchenfähigkeit. Also, ich denke, ist auf jeden Fall ein Upgrade. Apropos Upgrade, wir müssten die hier gehabt haben. Sind die aus Seasons eigentlich ganz schön. Hier, guck mal, mit diesem Orange, das passt dann zum Boden. Das ist richtig hässlich, aber egal. Und hier hatten wir ja die, also ist alles theoretisch eine Verbesserung. Es müsste derselbe Farbton sein, glaube ich sogar. Plus, minus. Wenn wir schon dabei sind, ich habe gerade 1900 für ein Klo ausgegeben. Nur damit das hier matcht. Ja, ne? Also ist jetzt nicht das schönste Klo, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Na, nicht die Galerie. Nein, aber ich finde das Kinderzimmer süß. Und upgraden kann man ja auch immer. Good night, Girl. Haben die hier gerade geflirtet? Da war gerade ein Minus. Wir hören das alles nicht mehr. Wahrscheinlich ist er deswegen auch sauer. Geschickte Entschuldigung, weil... Hallo? Das ist doch bescheuert hier. Wait a minute. Wir haben die Kommode gar nicht verkauft. 410. Dann können wir vielleicht noch Vorhänge ins Bad hängen. Hier einfach so ein Rollo. Und auf der anderen Seite dann auch. Macht auf jeden Fall Sinn. Wie wäre es mit einem Obstkorb? Dann sieht es ja auch ein bisschen weniger leer aus. Und vielleicht nur eine kleine Flancy? Nö, finde ich toll. Schön.
So, alle sind gegangen. Dann können wir jetzt auch mal schlafen. Also ich finde, das war ein guter Geburtstag. Und Celeste kann sich glücklich schätzen, was ihre Mutter alles hier so leistet. Sie haben auch mal sehr lange geschlafen. Sehr, sehr süß. Oh, Rosen! Wieso ist das jetzt schon wieder kaputt? Weil es ein billig Waschbecken ist. Naja, da müssen wir uns da wohl dran setzen. Wir müssen uns aber auch ans Video setzen. Aber das Gute ist, dass unsere Tochter jetzt ein bisschen selbstständiger ist, dass wir sie auch einfach mal machen lassen können, ohne dass sie alle 3 Sekunden nach Mami schreit. Ich kann nämlich einfach das Essen hier hinstellen, dann kann sie hier hinlaufen und sich ein Gericht nehmen. Sie ist aggressiv. Warum das denn? Sie liebt die arme Ritter auf jeden Fall. Sie möchte aber mit Mama auch sprechen. Darf sie ja auch. Verbiete ich ihr ja gar nicht. Entschuldigung, Schatten oder Schatten der Schadenfreude? Wegen Verbitterung gegen jemanden, der sich schlecht fühlt. Es kann durchaus ein klein wenig befriedigend sein, jemanden leiden zu sehen. Das hängt davon ab, wer dieser jemand ist. Was ist denn bei euch falsch? Schwelender Groll von Celeste gegenüber Amaya? What is happening? Hallo, ohne diese Frau wärst du A, nicht am Leben und B, hättest du nicht so ein crazy Zimmergirl. Also, mal ganz ruhig hier. Ich habe aus Versehen das übrigens ersetzt, während sie daran gearbeitet hat. Bin einfach ein Profi. So, Videos bitte übertragen. Es wird gearbeitet. Sie ist wählerisch beim Essen. Auch das noch. Bäh, mag ich nicht. Alter, dieses Kind macht's mir aber auch nicht leicht. Hier, geh mit Püppchen spielen. So, und du fügst jetzt Übergänge hinzu. Dann bearbeitest du das Video. Und danach wird's dann hochgeladen. Level 3 der Medienproduktionsfähigkeit. Likes zu bekommen ist nicht einfach, aber für Amaya ist das ein Kinderspiel. Sie kann jetzt an der Videostation Effekte hinzufügen und Videos zusammenführen. Wir lieben Effekte, deswegen kommen sie auch dazu. Ja, weiterentwickeln. So, diesmal hat das mit den Übergängen auch gut funktioniert. Ich bin sehr stolz auf dich, Girl. Schon wieder Post. Ich glaube, da müsste dann auch ein Geschenk drin sein. Für die kleine Mausi. Ich habe auch eben gesehen, ich glaube... Hier, Cherry hat Celeste ein Geschenk geschickt. Weiß sie Bescheid und ist deswegen so anti gegen uns? Also, das würde natürlich einiges erklären, aber andererseits hat sie ihrem Enkelkind ja dann trotzdem was geschenkt, also... Das wird schon. Ich meine, in den Regeln steht nichts davon, dass Celeste nichts mit denen zu tun haben kann. Ich meine, spätestens wenn sie ein Kind ist, wird sie ja vielleicht auch selber mal Interesse daran haben, ihre Familie kennenzulernen, außerhalb von ihren Eltern. Wenn Amaya noch nicht bereit ist, vielleicht macht sie sich ja selber auf die Suche. Ich meine, an Cherry dran zu kommen, ist ja noch relativ einfach, aber Mizuki und Elaine... ist schon wieder eine andere Sache. Macht sie gerade ernsthaft das Puppenhaus kaputt? Zerstörerisch. Wow, sie hat absolut die besten Merkmale, die es gibt. Aggressiv, wählerisch beim Essen und zerstörerisch. Ja, einfach schön ist das. Du kannst ja danach deinem Kind vielleicht beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und danach kannst du dann irgendwann mal das Video hochladen. Gute Qualität, yay. Hoffentlich kommt das dann auch gut an. Oh, sie hat immer noch eine stinkende Windel. Upsi-dupsi. Randale-Kit. Wah! Jetzt wird noch schnell gebadet. Ich bin verwirrt, sie will anscheinend alles gleichzeitig machen. Eine Actionfigur kann Celeste gerne haben. Jetzt wird sie gebadet. Mal gucken, ob dann hier der Schaum auch noch in der Badewanne drin bleibt. Jeremy ruft an. Lass mich in Ruhe. Nein. Aber sie kann gerne mal mit ihm telefonieren. Och, Girl, no. Bitten, nicht in der Toilette zu planschen. Dann ist das mit dem Telefonieren auch wieder hinfällig. Ich hab gar keinen Bock auf dich, Mama. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie euch die Kleinkind-Celeste gefällt. Also ich finde sie unheimlich süß. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das ja jetzt irgendwie weiter spinnen sollen, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!